Hi, grüß dich, Christine hier von abgestempelt.net. Ich möchte dir heute was anderes mal zeigen. Und zwar geht es um dieses Projektset, nennt sich das. Das findest du auf Seite 7 im noch gültigen Mini-Katalog. Projektset deshalb, weil nicht alles drin ist, obwohl es eigentlich ein Kartenset ist, zum Basteln von 16 Karten. Diese Produkte hier an der Seite werden zum Basteln dazu empfohlen. Das ist einmal das Stempelset fabelhaft und das ist wirklich fabelhaft. Da sind ganz tolle Sprüche drin mit dieser Sprechblase, die man dann noch ausschneiden kann und auf die man dann diese Sprüche aufbringen kann in verschiedenen Schriftarten für Männlein oder Weiblein, ganz egal, alles Liebe und Gute, du bist fabelhaft, du hast also für alles was dabei. Diesen Spruch finde ich auch ganz toll, den kann man mit den Stiften, mit den Stampin' Write Markern einfach, da das alles Gummistempel sind, einfärben in verschiedenen Farben oder das hier einfach dann ausschneiden mit der Papierschere. Das ist wirklich sehr vielseitig und wirklich empfehlenswert. Das Schöne daran ist auch, das Set kommt in dieser dicken, stabilen Schachtel. Da kann man die Karten dann entweder aufbewahren oder man kann es auch einfach super als Geschenk verschenken. Macht auch was her. Diese Farben hier, die sind abgestimmt auf die Farben im Kartenset. Es reicht allerdings auch, wenn du davon einfach nur eine hast. Das ist jetzt kein Muss, dass du alle vier verschiedenen Farben brauchst, aber macht halt nochmal was her. Und dann wollte ich dir hier noch zeigen, das sind die Umschläge, die dabei sind. 16 Umschläge, die einen sind grün. Die haben einen grünen Einleger und die hier haben einen gelben Einleger. Und das ist auch so ja, aquarellig irgendwie gemacht oder so auf Jux-Look. Keine Ahnung, wie man das sagt. Und jetzt dachte ich mir, wir basteln mal kurz diese Karten zusammen. Das ist, ich habe jetzt hier alle schon mal ausgebrochen. Das ist einmal die Karte mit den kleinen Blümchen hier, ganz putzig. Und das Tolle ist, da sind die Rückseiten auch immer schon bedruckt. Ist auch mal was anderes. Dann haben wir hier für unseren Spruch ein Stück weiß mit so einem Metallic-Rand. Das hier auch in Metallicfolie und so einen gelben Banner und noch ein dunkelgrünes, faulengrünes Stück als Aufleger. Und dann stempeln wir uns doch zuerst mal den Spruch. Nehme ich jetzt mal Flamingo-Rot. Muss ich nur immer gucken, dass ich hier einigermaßen gerade bin. Und da ich gern mal einen Knick in der Optik habe, ist das bei mir nicht so einfach. Jetzt können wir das kurz trocknen lassen hier. Und kleben das hier zuerst mal auf. Und zwar kleben wir jetzt diesen Banner. Hier so drauf. Und das Ganze dann auf unsere Karte. Schräg vielleicht auch oder halt im Querformat auch. Dass es auch rauf passt, gell? So. Und unser Spruch, der jetzt getrocknet sein sollte. Kleben wir hier drauf. Und das Ganze mit Dimensionals jetzt auf unsere Karte. Dadurch, dass wir das mit Dimensionals machen, sticht das einfach noch mal so mehr ins Auge, da das dann hochgesetzt ist. So, und dann ist hier auch noch ein Stück Kordel dabei.
Ich mache das ja jetzt aber anders. Es ist übrigens auch eine Anleitung dabei. Also so ist es nicht, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die man eigentlich nicht braucht. Weil das, ja, ich würde mal sagen, selbsterklärend ist das Ganze. Und die Schleifen mache ich jetzt aber anders, wie sie das in der Anleitung haben. Das ist mir zu ja, nicht kompliziert, aber das braucht es meiner Ansicht nach nicht. Jetzt haben wir das hier einmal und zum Befestigen der Schleife, da nehmen wir jetzt einfach so einen Mini-Klebepunkt. Nehme ich hier jetzt mit der Schere und roll den zu so einer kleinen Wurst. Und dann klebe ich dann hier hinten drauf und die Schleife dann auf mein Banner. Und dann hätten wir auch schon die erste Karte. Ich finde das so wunderschön bunt, farbenfroh, mit hellen, knalligen Farben. Macht gute Laune. Das war das erste Kärtchen. Dann kommen wir zum zweiten. Also vier Designs sind drin. Mal sortieren hier. Das finde ich auch ganz toll. Jetzt ist hier die Karte mit Metallic und so ein knallbuntes Sternchenstück. Eine goldene Sprechblase. Und Pergamentpapier, so ein Tag. Können wir hier auch gleich mal den Spruch drauf stempeln. Alles Liebe und Gute. So, und bei den Sternchen-Hintergrund, das sind jetzt quasi alle die Farben, die da drin sind. Das ist hier einmal dieses Mango-Gelb, dann haben wir hier Bermuda-Blau, Apfelgrün oder grüner Apfel, ich sage immer Apfelgrün. Dann dieses Pfauengrün, was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Ich glaube, ich habe alle, ich weiß es nicht mehr. Aber theoretisch musstest du hier nicht alle Farben haben. Das reicht, wenn du einfach eine Farbe hast. Du kannst es auch in Schwarz stempeln. Das ist auch kein Problem. Dann kleben wir uns jetzt mal das Rechteck auf dieses Tag drauf. Und das Tag ist ja, oder ist ja schmaler als mein Rechteck hier. Und jetzt müssen wir hier beim Pergament kleben, wo man das nachher nicht sieht. Dann sieht man den Kleber nämlich durch. Einmal so. Und dann kleben wir unseren Spruch wieder. Und dann schnell drauf. Zum Hochpoppen. Alles Liebe und Gute. Und auch hier nehmen wir uns jetzt einfach wieder ein Stück von der Kordel. Machen ein kleines Schleifchen. Und kleben das Schleifchen wieder mit einem Mini-Klebepunkt. Hier oben an das Tag. Und dann haben wir auch schon die zweite Karte. Schon schön. Schon schön mit dem Glitzer. Und das
dritte Kärtchen. Hier einen Banner mit Metallic, Gold, Bermuda, Blau, grünen, dunkelgrünen Karte. Und was wir jetzt hier noch draußen haben, ein paar Tulpen als Aufleger. Hier rum, so rum. Legen wir uns das hier, kleben wir uns das hier gleich auf die Karte drauf. Und das Tolle an diesen Sets, finde ich auch immer, die dienen auch super als Ideenvorlage für Layouts von anderen Karten. Das sind jetzt vielleicht alles so eine Designs, auf die man selber gar nicht kommt. Einfach nur so zwei Kreise aneinander, ein größerer, ein kleinerer. Hier ist in dem Fall ein Stück Designerpapier mit noch einem, mit noch einer Mattung und ein Spruch. Nehmen wir hier das grüne Apfel. Ups, jetzt habe ich in die Tinte gelangt. Mit dem Danke-Banner. So, und jetzt hat die Frau Wöhr natürlich vorhin erst die Tinte aufgefüllt. Ich glaube, dass das noch zu saftig ist hier. Ja, nicht schön, aber selten. Das kannst du besser. Lassen wir das kurz trocknen. Machen so lang wieder ein Schleifchen. Also wenn man Stempelkissen nachfüllt, erst immer noch ein bisschen warten. In meinen trockenen Pfoten ist es immer ein Elend hier. Her damit. Könnte auch einfach nur eine einfache Schleife machen. Man muss nicht hier immer so ein Doppelschleifen mitmachen wie ich. Und an diesen Sets finde ich das auch immer toll. Nicht nur, dass es einfach schnell gemacht ist. Man kann hier einfach seine Freunde einladen und sagen, komm, wir basteln kurz mal ein paar Karten. Weil es halt wirklich so ist, es ist rucki-zucki gemacht. Und man kann es halt auch einfach unterwegs mal mitnehmen, egal ob in Urlaub oder so zu einem Tagesausflug als Nebenbei-Beschäftigung. So. Und wieder Dimensionals. Eins, zwei. Und der Spruch hier drauf. Und dann haben wir auch schon die dritte von vier Karten. Macht richtig gute Laune, finde ich. Kommen wir zu der knallbuntesten. So sieht die Karte aus. Dann ist hier so ein schöner Goldstreifen dabei. Ein Pergamentbanner. Ein Aufleger oder halt ein Hintergrund. Und zwar für unser Rechteck hier. Was wir jetzt gleich bestempeln. Also ich legte dieses Stempelset fabelhaft wirklich ans Herz. Aber man kann es natürlich auch mit anderen Sprüchen einfach machen, aber die sind einfach super geil. Richtig schön. Mit den verschiedenen Schriftarten. Und es sind halt auch wie jetzt der hier große Sprüche. Oder dieses alles Liebe und Gute, richtig große Sprüche, wo es halt wirklich nicht viel braucht, außer den Spruch und ein schönes Designerpapier. Lass mal das kurz trocknen. Karte Vorderseite, Karte Rückseite. Jetzt
kleben wir uns diesen goldenen Streifen. Mittig auf diese Karte. Und dann den Banner auch hier auf diesen goldenen. Das heißt, wir kleben auch hier wieder nur eine schmalere Fläche und nicht außen entlang, weil man sonst den Kleber wieder sehen würde. Hier sieht man, was ich meine. Das wollen wir ja nicht. Dann können wir jetzt unseren Spruch auf dieses Metallic-Rändchen da mit Wellenkante da aufkleben und das Ganze wieder mit einem Menschennetz auf die Karte drauf. Das ist auch so eine richtig schöne Kopfausbeschäftigung. Einfach so als Ausgleich mal zum Stressalltag. Einfach mal so vor sich hin wursteln. Man muss nicht überlegen, wie groß irgendwas sein muss. Es ist alles schon vorgeschnitten. Es ist alles schon abgepasst. Ein Stück Bändel. Und es macht Laune. Und dann mit der schönen Schachtel, wie gesagt, die man echt einfach auch zum Herschenken einfach benutzen kann. So und so. Jetzt sind wir hier aber noch etwas zu lang. In den Klebepunkt. Jetzt kleben wir das Schleifchen auch einfach hier oben. So drauf. Wie gesagt, ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht als in der Anleitung, weil mir das in der Anleitung zu viel Schnickschnack war. Zu kompliziert für mich als schlechten Schleifenbinder. Das ist das Kärtchen. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 2. Weiß ich nicht mehr. 2 im Querformat, 2 im Hochformat. Mit den passenden Umschlägen, dass man es gleich verschicken kann oder einfach in die schöne Schachtel geben kann zum Verschenken. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es ist wirklich empfehlenswert, eine schöne, kurzzeitige, bunte Bastelei. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Pirdi, deine Christine.